Hallo liebe Zuschauer, ich stelle euch heute mein Referat über meinen Opa Hans Kemser vor. Geboren wurde er am 24. Februar 1912 in Garmisch-Partenkirchen. Er wurde als Sohn der Gastwirtseheleute Franz und Anna Kemser geboren. Der Gastwirtshof, den sie hatten, der hieß Zum Schatten. Als er 11 Jahre alt war, starb aber leider schon sein Vater, also der Hans Kemser. Aber nach der mittleren Reife begann er eine Ausbildung als Reichsbahnbeamter. Das ist, wenn der an der Bahn arbeitet, also der war da als Beamter. Und mit 16 Jahren wurde er Mitglied im Skiclub Partenkirchen, SCP, und im Turn- und Sportverein Partenkirchen, TVP, und hatte erste Erfolge als Skiläufer, Skispringer und Leichtathlet. Der Bruder von Hans Kemser hieß Franz Kemser und war ein sehr guter Bobfahrer, also der so an den Wänden so da so fährt, und der war am Viererbob immer hinten gesessen und hat gebremst, und deswegen wurde er immer Kemser der Bremser genannt. Im Viererbob gewann er einmal Gold, und das war in der Olympiade. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Uropa Hans Kemser. Ich wollte euch jetzt einen Rekord von ihm erzählen, wo er in 6 Stunden hoch und runter die Zugspitze gelaufen ist. 1933 radelte er mit 21 Jahren von Garmisch-Partenkirchen aus nach Hammersbach, lief weiter zu Fuß über das Höllental zur Zugspitze, und dauerte es 3 Stunden 45 und runter 2 Stunden 15. Insgesamt benötigte er 6 Stunden hoch und runter. Ich glaube, das kannst du nicht so schnell nachmachen. Für den Rückweg nahm er die Strecke vom Münchner Haus, das ist der höchste Punkt bei der Zugspitze, wieder zurück nach Partenkirchen. Und jetzt wollte ich euch noch eine fast unfassbare Geschichte erzählen. Nämlich mein Opa Hans Kemser war in russischer Gefangenschaft, der war im russischen Krieg, der war Krieg. Und der war also Anführer von so Soldaten, so jungen Soldaten halt. Und die sind aber leider alle ums Leben gekommen, die sind alle gestorben. Und er war dann alleine und er musste dann halt irgendwie fliehen. Er hat es dann auch geschafft. Und als er geflohen ist, da ist er bei so einem Zug, ist er runtergesprungen und ist dann zurückgelaufen nach Garmisch zu seiner Schwester. Und wenn er nicht so sportlich gewesen wäre, dann wäre das niemals möglich gewesen. Und es war echt ein Wunder, dass es passiert ist und dass er das geschafft hat. Und dann war er in Garmisch-Partenkirchen bei seiner Schwester. Und die hatte gerade so einen großen Geburtstagskuchen gebacken. Und der hat dann alles alleine aufgegessen, weil er so verhungert war. Also halb verhungert war er, und seine halbe Körperhälfte war eingefroren. Und dann kamen so Soldaten und haben gesagt, ist hier ein Soldat? Und da war halt, aber mein Uropa war halt ein Soldat. Und dann hat die Schwester gesagt, nee, das ist kein Soldat, der ist nur so eingefroren, weil er gerade, es war nämlich tiefster Winter, weil er gerade Holz gehackt hat. Und dann haben die gesagt, ich möchte mal alleine mit dem reden. Dann hat der Hans Kemser, mein Opa, gesagt, ich möchte aber noch schnell aufs Klo gehen. Und dann ist er aufs Klo und ist aber bei dem Klofenster hinten rüber über die Berge weggelaufen. Also ist geflohen von denen. Und dann sind die ihm aber mit einem Jeep gefolgt. Aber dann war langsam der Krieg vorbei und dann war er gerettet. Mein Opa und mein Onkel haben dieses Bild hier ganz groß bei sich hängen, weil das ist ein tolles Bild, finde ich. Bis heute hält er einen inoffiziellen Zugspitzbergsteigerungsrekord aus dem Jahr 1933. Und hier seht ihr nochmal ein Bild. Der war immer so kurzärmelig oder ohne T-Shirt oben in den Bergen, weil es ihm immer so warm war. Und hier, das war im Pflanzenbad. Das war 1935, und ihr denkt, das ist ja jetzt nicht so schwer, aber in der Zeit, da, wenn die mal ein Foto gemacht haben, konnten die nicht einfach ihr Handy rausholen oder so, sondern die haben da
fast bei jedem Foto war halt ein Fotograf dabei und fast jedes Foto hat ein Fotograf gemacht und es war dafür richtig was Besonderes. Dieses Bild, da hängt der gerade an irgendeiner Steilwand, das finde ich auch richtig toll. Und hier ist er auch nochmal auf irgendeinem Berg. Das war mein Referat über meinen Uropa Hans Kemser. Ich hoffe, es hat euch gefallen.